Die Legenden sind am Start. Ich war 2020 mit dabei im Dschungelcamp und jetzt im 24 wieder dabei, meine Krone zu holen, die mir gestohlen worden ist. Ich kann das alles nicht aufzählen. Ich bin einfach ein Gesicht, welches man kennt. In diesen 4 Jahren wurde ich auf jeden Fall ein bisschen älter, bin gereift. Man hat aber immer noch sehr viel Spaß mit mir und ich glaube, mein Temperament ist immer noch der gleiche geblieben. Ich werde auf keinen Fall wegen einer Flasche diskutieren, denn deswegen bin ich nach Hause gegangen vor 4 Jahren, weil ich meine Flasche haben wollte. Jeder kann meine Flasche nehmen, denn in meinem Vertrag steht drin, ich bekomme nochmal eine Flasche, wenn jemand meine Flasche nimmt. Am meisten Angst habe ich, glaube ich, vor der Höhe, wenn da was kommen sollte. Und so ein bisschen Ekel natürlich immer noch vor den Insekten. Am meisten vermissen werde ich ganz klar meine Tochter Aileen. Das ist für mich das absolut Schlimmste und Schwierigste. Und ansonsten freue ich mich eigentlich mal wieder sowas Cooles zu erleben wie der Dschungel. Herausforderungen, die Challenges und dass ich echt im Dschungelcamp an meine Grenzen komme, wo ich sage, eigentlich würde ich das nicht tun, aber ich mache es dann trotzdem. Am wenigsten freue ich mich auf die Kandidaten, wenn es stimmen sollte, dass meine beste Freundin mit dabei ist, Dani Büchner. Ganz klar das Preisgeld von 100.000 Euro, denn ich will unbedingt diesen Gewinn diesmal nach Hause nehmen, denn das letzte Mal lief es nicht so wie nach Plan. Und diese 100.000 ist die Motivation für jeden von uns und alle, die was anderes gesagt haben, Leute, gelogen. Das letzte Mal dabei war ich 2016 und es hat mir echt viel Freude bereitet. Mich kennt man auch vom Big Brother, die Staffel 11, aus das Next Top Model, Köln 50667. Da war noch einiges dabei. Ich bin ziemlich bekannt geworden. Die Leute haben immer eine große Meinung zu mir. Vor allem erstmal zu den Haaren, damals zu den Mützen, jetzt zum Bart. Manchmal ist das ganz schön viel Meinung. Und da muss ich mich beruhigen, weil es ist manchmal so, lass mich hier Ruhe. Ich glaube, ich werde mehr auf meine Mutter hören und mehr das Lustige anfangen und nicht bei Problemen sitzen oder bei gewissen Dating-Dingen mit beteiligt sein. Also ich muss jetzt nicht da irgendwie rumflirten oder so. Und wenn es passiert, dann ist es aber echt. Panik habe ich auf jeden Fall vor aggressiven Tieren und natürlich auch vor aggressiven Charakteren, die irgendwie meinen, mich beherrschen zu müssen. Mama, Papa, Geschwister und natürlich auch die heiligen Schriften, die ich ab und zu mal studiere. Dass wir wirklich lachen, so 10 Minuten Lachkrämpfe haben und dann ganz Deutschland lacht. Ich glaube, ich habe ein bisschen Angst vorm Ersticken, das heißt vor gewissen Wasserprüfungen. Und ich will immer Profi sein, ich will immer der Astronaut sein, aber beim Wasser und bei diesen Kabinen, Verletzungsgefahren, weil ich sehr tollpatschig sein kann, da muss ich vorsichtig sein. Ich bin ein großer Quoten-Heini und ich liebe es, dieses Vorher-Nachher-Sehen. Wie habe ich mich entwickelt? Was ist mit David in 5 Jahren? Ich glaube, ich werde mich sehr freuen und danke für die Gelegenheit. Naja, das habt ihr gesagt. Ich habe sowas nicht behauptet. Das erste Mal war ich 2017 dabei. Wer kein Radio und Fernseher zu Hause hat, hat das Leben verpasst. Ich stehe seit 25 Jahren in der Öffentlichkeit und ich bin ja sowas wie ein Medienwunder. Ich bin natürlich jetzt besser vorbereitet und heute gehe ich natürlich stärker an die Sache ran. Ich denke mal, dass man einfach wirklich einfach so sein sollte, wie man ist. Nach 3 Tagen ist nicht nur der Lack ab, sondern auch die Masken fallen ab. Ich freue mich diesmal auch da wirklich auf Sonja und auf Dr. Bob und auf unser neues Wohnzimmer. Ich habe im Gegensatz zu 2017 diesmal meine Wechseljahre. Jetzt weiß ich nicht, ob die Schlangen Angst vor mir haben sollten oder umgekehrt. Das betrifft auch die Mitstreiter. Garantieren kann ich auf nichts. Natürlich mein Partner zu Hause, den Easy und vielleicht auch meine Familie und auch mein Handy. Natürlich auf das Lagerfeuer sozusagen, auf die guten Gespräche, auf die Mitstreiter. Ich freue mich natürlich besonders auf die Sonja, auf Dr. Bob.
Auf die falschen Schlangen, damit meine ich nicht die Tiere, sondern auf die Menschen. Ich hoffe, dass da nicht zu sehr eskaliert. Wenn einer Legende ist, dann bin ich das. Ich bin ein Muss, ja. Und deshalb bin ich dabei und ich freue mich diesmal wirklich besonders drauf.